Ich versuche heute 5 Tipps zu nennen, die helfen, im Auslandsjahr schneller Freunde zu finden. Die wichtigsten Dinge bei einem Schüleraustausch sind zum einen die Schule, die Gastfamilie und die Kultur des Landes. Aber eine weitere große Rolle spielt es für fast alle Austauschschüler, neue Kontakte zu knüpfen und Freunde fürs Leben zu finden. Unsere Teilnehmerin Greta hat in Kanada bereits Anschluss gefunden und gibt euch in diesem Video ein paar Tipps, wie man auf andere Leute zugeht und schneller Freundschaften schließt. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren. Und dann jetzt viel Spaß bei dem Video. Direkt nach dem Intro geht's los. Ist natürlich ganz wichtig, offen zu wirken, weil wenn man schüchtern wirkt, dann haben die anderen nicht so ein Interesse an einem und sprechen einen vielleicht nicht so schnell an. Als zweites ist es ganz wichtig, positiv zu wirken, weil wenn man negativ wirkt, dann ja, haben die kein Interesse an einem, weil keiner möchte negative Menschen in seinem Leben. Deswegen ist es ganz wichtig, vielleicht auch am Anfang viel zu lächeln. Natürlich nicht gezwungen, aber einfach ja, versuchen, Positivität auszustrahlen. Als drittes ist es ganz wichtig, dass man als Austauschschüler den ersten Schritt macht. Weil die haben dort ihre Freunde, die haben keine Not, neue Freunde zu finden. Deshalb muss man als Austauschschüler auf jeden Fall den ersten Schritt machen und nicht warten, bis irgendwelche Leute einen ansprechen. Als nächstes ist es auch ganz wichtig, dass man viel redet, vor allem von Anfang an. Man sollte nicht warten, bis man denkt, dass man ein gutes Englisch spricht, sondern einfach von Anfang an Selbstbewusstsein mit dem Englisch, das man hat. Weil es ist auch oft so, dass die Austauschschüler aus Europa oder Deutschland sehr gut Englisch sprechen, im Gegensatz zu anderen Ländern. Zum Beispiel kommen hier auch Austauschschüler hin, die gar kein Wort Englisch verstehen. Und das ja, ist einfach was ganz anderes. Ich war auch total unsicher am Anfang mit meinem Englisch. Und jetzt haben mir schon viele Leute gesagt, dass mein Englisch super gut ist. Deshalb das einzige Wichtige ist, dass die einen verstehen und nicht, ob man irgendwie gut klingt, also ob man eine gute Aussprache hat oder ob man irgendwie grammatikalisch richtig ist. Dann als nächstes und als letztes habe ich den Punkt Gespräche halten, weil am Anfang sind Gespräche super wichtig, um neue Leute kennenzulernen, um zu merken, ob die Person zu einem passt, ob man ja, sich vielleicht gut anfreunden könnte. Deshalb, wenn man ein Gespräch führt mit einer Person oder wenn eine Person einen was fragt, dann sollte man versuchen, Fragen zurückzustellen, auch versuchen, viel über einen selber zu reden, weil nur so kann man sich kennenlernen und ja, nur so kann man am Ende dann auch Freunde finden. Hat das Video von Greta dir die letzte Unsicherheit genommen, endlich den Schritt zu wagen und dich in ein Abenteuer in einem anderen Land zu stürzen? Dann überlege nicht noch länger und wähle die jetzt eingeblendete Nummer für ein Beratungsgespräch mit unseren Experten. Schaue dir noch zusätzlich das Video von Greta, erster Schultag an meiner Highschool in Kanada, sowie unseren Instagram-Account an. Wir freuen uns schon auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.